Gute, ihr lieben Makerlein. Ja, nach nun fast 3 Wochen ist es endlich wieder soweit. Es gibt ein neues Video. Das ist nicht ganz uneigennützig, denn ich möchte so ein paar Sachen euch bekannt geben. Nichts Schlimmes, keine Angst, es wird nichts Schlimmes passieren. Eher im Gegenteil, es ist was Positives, wo ihr auch entsprechend einen Vorteil von habt. Genau. Und parallel dazu, ich habe wieder Fußballer Material bekommen, wie ihr sehen könnt, von Form Futura. Und ich würde sagen, ich packe einfach aus und laber währenddessen ein bisschen, was denn jetzt alles so am Kommen ist, was denn alles passieren wird. Und als allererstes aber wird hier die Packung aufgemacht. Da ist noch was Kleines. Das sind die Picking Operations, also Lieferschein. Genau, und dann packen wir dieses böse Messer mal weg. Und dann fangen wir auch gleich mal an. Zu Beginn erstmal gucken. Das hier ist EasyFill PLA in Gold. Genau. Davon habe ich einfach mal alle Farben jetzt für euch mitbestellt. Könnt ihr dann auch ab demnächst auch wieder Gold? Ja, genau. Könnt ihr dann auch demnächst halt entsprechend bei uns im Store kaufen? Das ist Silber. Das ist Light Blue, genau, Light Gray, ja. Das erste wäre, dass wir einen Wettbewerb starten. Ihr seht, wir haben jetzt hier so ein paar Farben schon mal entsprechend und wir haben ziemlich viele Filamente in recht vielen Farben teilweise da. Das wird auch mehr und mehr werden. Und der Wunsch war es auf Discord, und das finde ich echt eine super Idee, dass man alle Objekte in jeder Farbe mal mit so 50 Gramm Samples, wie wir es in der Box normalerweise haben, entsprechend ein Testobjekt druckt. Wenn es geht, immer das Gleiche war der Wunsch, das sehe ich auch ein, dann kann man es auch nachvollziehen und wirklich effektiv vergleichen. Und da möchten wir gerne euch noch ein bisschen mit einbinden, dass wir sagen, okay, wir möchten einen Wettbewerb starten, bei dem jeder mitmachen kann, bei dem jeder quasi ein Maskottchen für uns einsenden kann als druckbares Ding. Das sollte ein Maskottchen sein, was möglichst ohne Support druckbar ist, auch möglichst in jedem Material druckbar ist, ohne großartige Probleme. Denn wir wollen jetzt nicht für jedes Objekt hier 3 Rollen Material verbrauchen oder sowas in der Richtung, also keine Großprojekte oder so. Und bei manchen Materialien muss man halt aufpassen mit Support und sowas in Richtung, aber dass man schon mal sieht, wie sind die Layer-Eigenschaften, wie ist die Qualität von dem Objekt, was am Schluss rauskommt, wie wirkt die Farbe vielleicht auf dem Objekt selbst, macht es Sinn, macht es keinen Sinn, die Farbe sich zu kaufen, wenn man gerade eine Idee im Kopf hat für irgendwas in der Richtung. Von daher wäre es super, wenn ihr da mitmacht, wir würden uns freuen. Der Gewinner bekommt am Ende der Verlosung entsprechend einen Gutschein für unseren Shop im Wert von 100 Euro. Das heißt also, ihr könnt dann frei wählen, was ihr alles im Shop haben wollt. Für 100 Euro kriegt ihr da alles Mögliche. Des Weiteren werden wir das Ganze natürlich auch noch transparent machen. Das heißt also, unter allen Einsendungen werden wir gucken, dass da keine unangemessenen Inhalte drin sind. Das heißt also, irgendwelche Waffen oder sonst was in Richtung filtern wir alles raus. Der Rest geht, ohne dass wir irgendwelche geschmacklichen Sachen oder so einfließen lassen in das Ganze, direkt in den Wettbewerb. Das heißt also, wir werden von jedem Objekt werden wir versuchen, einen Testdruck zu machen, das Ganze abzufotografieren und dann zur Abstimmung entsprechend auf Doodle oder irgendwo halt zur Verfügung stellen. Und dann seid ihr wieder gefragt, dass ihr sagen könnt, okay, das gefällt mir am besten oder das gefällt mir jetzt nicht so. Und ihr könnt dann quasi mitbestimmen, wer dann entsprechend am Ende gewinnt. Genau, das ist soweit das zum Wettbewerb. Wie gesagt, jeder kann daran teilnehmen. Wir müssen nur uns entsprechend ein Thing an die unten eingeblendete E-Mail schicken. Die Teilnahmebedingungen schreibe ich nachher nochmal unter das Video drunter, dass jeder weiß halt entsprechend, wann und wie er teilnehmen kann, was alles erlaubte Gegenstände sind. Also wenn jetzt zum Beispiel mal einer so ein Messer einsendet oder so in Richtung, wird es gleich rausgefiltert, weil sowas kommt nicht ins Haus. Das muss nicht sein. Also 3D-Druck kann produktiv sein und positive Sachen bewirken, aber Waffen oder sowas in Richtung gehört einfach nicht dazu. Genau. Stimmt. Da haben wir ein Filament,
was in die nächste Box kommt. Das seht ihr jetzt erstmal noch nicht. Ja, es ist auch wieder was von Form Futura, aber was Cooles, muss ich sagen. Genau. Dann, das Zweite, was ich ankündigen möchte, ist, ja, geile Farbe, Neongelb in PLA. Das Zweite, was ich ankündigen möchte, ist, dass wir regelmäßig Stammtische hier im Büro haben. Das heißt also meistens gegen Ende des Monats, immer so am 28. Samstags ist das. Das heißt, wenn ihr hier aus der Gegend kommt oder auch nicht, könnt ihr gerne vorbeikommen, seid ihr recht herzlich eingeladen. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann haben wir natürlich nicht nur einfach nur Stammtische, sondern wir haben jetzt auch, vielleicht den einen oder anderen interessiert es vielleicht, jetzt im November die Form Next hier in Frankfurt. Das ist eine 3D-Druck-Fachmesse, also hauptsächlich für Gewerbetreibende oder für große Firmen, die dann da ihre Drucker ausstellen. Unter anderem wird aber auch Prusa zum Beispiel mal dort vorhanden sein. Oder Ultimaker war letztes Jahr da, 3DK Berlin und so, die waren alle da. Und ich war mit Martin Bishop, aka Chris, auf der Formnext. Wir hatten uns vorher hier nochmal fürs Interview getroffen. Und ist für mich hier quasi ein Heimspiel in Frankfurt, weil ich eh jeden Tag nach Frankfurt fahre zum Arbeiten. Ich habe mir gedacht gehabt, da das hier nicht weit weg ist, das Büro von der Messe, und man mit öffentlichen Verkehrsmitteln eigentlich relativ gut hierher kommt, oder auch mit dem Auto, also wir haben Parkplätze genug hier vor der Haustür, machen wir genau am Freitag, den 22. November, also den letzten Tag der Form Next, hier im Büro so eine Art After-Show-Stammtisch für 3D-Drucken. Das heißt also, ich habe gesagt gehabt, wir können gerne freitags dann entsprechend, es haben sich schon ein paar Leute gemeldet, unter anderem Martin Bishop, aka Chris, ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, es kommt gerne mit vorbei, Chris bringt auch noch ein paar Leute mit. Und dann gehen wir gerne mal zusammen über die Messe und können anschließend hier noch einen kleinen Umdruck vorbeikommen, können gerne ein bisschen fachsimpeln über 3D-Drucker und uns insgesamt ein bisschen über 3D-Drucker unterhalten oder vielleicht sogar Drucker modifizieren oder was weiß ich auch immer, was euch auf der Seele brennt. Ihr könnt hier Material testen, ihr könnt Material angucken. Kommt gerne vorbei, wenn ihr Interesse habt. Wenn ihr einen Drucker mitbringen wollt, schreibt uns bitte auf Meetup, den Link packe ich unten in die Videobeschreibung, dass ihr kommt und dass ihr einen Drucker mitbringt. Wenn ihr nicht bei Meetup angemeldet seid und auch euch nicht bei Meetup registrieren wollt, schreibt uns eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die ich unten in die Videobeschreibung packe, damit wir wenigstens Bescheid wissen, wie viele Leute kommen und wie viele Leute davon einen 3D-Drucker mitbringen, dass wir so ein klein bisschen Überblick haben und ein bisschen gegensteuern können. Wenn jetzt auf einmal 100 Leute hier vor der Tür stehen und alle haben einen Drucker dabei, wird es hier ein bisschen eng drin. Dass wir das ein bisschen regulieren können und ein bisschen arrangieren können halt für euch. Genau, ansonsten für Getränke, Snacks und so ist alles gesorgt. Pizzamensch gibt es hier auch um die Ecke. Da können wir dann auch gerne, wenn Bedarf besteht, halt entsprechend noch eine Pizza essen oder bestellen zumindest mal. Genau, und in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das kleine Update gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr kein weiteres Video mehr von uns verpassen wollt, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr automatisch eine Benachrichtigung. Denn es wird, wie immer gesagt, noch ein paar coole Videos kommen. Also der IKEA Enclosure Tisch da hinten für den Bruiser, der wird auch noch mal ein bisschen upgegradet. Da habe ich noch ein paar Ideen, wo ich so im Nachhinein gemerkt habe, okay, das passt nicht so ganz. Dann liegt immer noch hier hinten in der Ecke der Nimble, der Remote Direct Extruder, den ich noch an einem Drucker verbauen muss. Und es gibt noch ein paar andere kleine Aufbauten an einem Drucker, die ich noch vorhabe, und Material-Reviews halt natürlich. Genau. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende, ein druckreiches Wochenende und einen guten Start in die nächste Woche. Happy Printing!